Hallo Freunde! Hallo Freunde! Willkommen zu diesem Spitzenvideo. Jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Smash den Like-Button. Ja, Freunde, wir werden heute Pakete auspacken. Es ist mal wieder soweit. Wir haben gut viele Pakete. Ich hole die mal eben rein, Freunde, und dann. Smile geht's weiter. Also, wir haben einmal das hier, Freunde. Und das hier. Und das hier, Freunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Das ist das größte Paket-Opening, was wir bis jetzt hatten. Und ich glaube, meine Boxershorts ist verrutscht. Alright, wir fangen mit dem unspektakulärsten an. Okay, das ist eine LFDY-Hose, die ich bestellt habe. Ich dachte ehrlich gesagt, die kommt nie an. Aber so wie es ausschaut, ist die einfach an meine Postfachadresse gegangen. Weil ich anscheinend stupid bin. Das müsste eine Cargo sein. Soll ich die fix mal anziehen? Das jetzt auf die Jordans. Ich glaube, das wäre wirklich, das wäre eine frische Hose wahrscheinlich. Gut, Freunde, machen wir weiter. Nächstes Paket. Machen wir mit dem hier weiter. Das hier kommt von Ideal aus Frankfurt. Und es fühlt sich an wie ein Schuh. Aber nur einer. Keine Ahnung, Alter. Schauen wir mal rein, Jungs. Bro! Shoutouts an Nico bzw. Inscope. Bruder! Junge, die Fischschlappen, Bruder. Wild. Alter. Junge, die sind ja überwild. Yo. Junge, das sind ja die überkranken Latschen-Eimer. Heftiger Drip auf jeden Fall. Weiter geht's, Freunde. Machen wir weiter mit dem Adidas-Karton. Der ist von Anton und von Ben oder Bunt. Oder Bunt. Ich weiß nicht genau. Wer nennt ihr Kind Bunt? Okay, schauen wir mal. Hallo, Herr Kevin Teller. Wir, das professionelle Managed-Team von mehreren High-Fashion-Marken wie Supreme, Off-White und Primark, haben uns entschieden, Ihnen eine Gratis-Probe unseres Produkts, unseres besten Produktes zu schicken. Wir hoffen, Ihnen gefällt unser Produkt und tragen es auch in allen Streams. Feedback gerne an die Instagram-Seite. Liebe Grüße, Ihr Fashion-Team Bent und Anton. Bro. Junge, Harry Potter-Botten von Supreme x Off-White. Wilde Kombo, Bruder. Holy shit, Alter. Wild. Damn, son, where'd you find this? Digga, wilde Botten, Bro. No joke. Einfach mal weiter. Okay, Freunde, das nächste Paket kommt von Pascal aus Deutschland. Pock. Oh, das sieht aus wie ein Fun-Paket, Freunde. Also, wir haben einmal, Freunde, eine Maske, damit ihr nicht mehr wisst, wer ich bin. We are anonymous. Ihr habt jetzt keine Ahnung, wer ich bin, Jungs. Was haben wir noch? Willi und die Wunder der Welt. Arschgeil, da ist ein Lama drauf. Ist es ein Regenschirm, aber zum Tragen? Ich glaube, es ist ein Regenschirm zum Aufsetzen. Wie genau funktioniert das, Bro? Ich verstehe es nicht so ganz, aber ich glaube, mein Kopf würde nicht nass werden hierbei. Also dementsprechend vielen Dank, Bro. Was haben wir noch in dem Paket drin? Alter, hier leuchtet irgendwas. Was genau ist das? Oh, hier noch eine Pistole. Oh shit, da kommen welche raus. Oder können wir jetzt den Fedor machen und offline gehen? Bro, danke fürs Paket, Mate. Shoutouts gehen raus an Pascal, Bro. Okay, Freunde, die nächsten zwei sind, glaube ich, zwei Amazon-Pakete. Da kann eigentlich nie Scheiße drin sein. Da ist eigentlich immer was Gutes drin. Schauen wir mal. Oh, Bro, zwei Sachen in einer Packung. Okay, wild. Weiß übrigens nicht, wie man diese Schnur hier oben aufmacht, deswegen. Okay. Oh shit! Bruder, es ist ein aufblasbarer Kaktus. Hatten wir den nicht schon mal? Den hatten wir schon mal. Das war mal ein Insider früher. Mein Chat wollte unbedingt, dass ich mir einen Kaktus hole damals. Und dann hat mir irgendwer einfach einen Kaktus geschickt zum Aufblasen. Der wurde aber von meinen Katzen zerkratzt und ist dann einfach eingefallen. Lass uns hoffen, dass das hiermit nicht passiert. Soll ich den kurz aufblasen? Mach die Willy-DVD auf, da sind noch Sticker drin. What the fuck, Alter? Da war ein fucking Schmetterling drin, Bruder, der selber losfliegt. Junge, WTF? Was war denn das für ein Jumbo-Gibate, Alter? Bruder, mach nicht diese, Alter. Oh. Aha. So, den Außenring haben wir, Freunde. Ich gehe kurz Wasser reinmachen und dann haben wir's. Okay, Freunde, ich bin auf dem Weg nicht gestorben. Ich hab's geschafft. Okay, wir haben's. Unsere neue Pflanze. Was denkt ihr? Er ist ein bisschen krumm, aber ansonsten finde ich ihn gut. Der ist wirklich ein bisschen schief, Bruder. Aber ansonsten... So, Freunde, weiter geht's.
Okay, das Paket ist von... Ach du Scheiße, von Turtle Aim. Ja, das war's komplett, Bruder. Yo, Kevin, ich bin das Turtle Aim, a.k.a. Erwin. Du weißt, dass ich jeden Tag schaue und immer da bin. Amazon hat hier irgendwas abgekackt, Turtle Aim. Hier ist irgendwas abgeschnitten in der Mitte. Also da steht, ich bin das Turtle Aim, a.k.a. Erwin. Du weißt, dass ich, C, ich jeden Tag schaue und du immer da, Highlight meines Tages bist. Deshalb, S, C, Henke, ich dir ein nices Paket. Du sollst on-stream es essen. Das steht da. Also entweder Amazon hat irgendwas abgefuckt oder du bist auf den Kopf gefallen. Ich tippe auf beides, actually. Okay, ich schau mal rein, Bro. Oh, shit! Bro, Alter, mit so Verpackung, Junge. Holy shit. Ist es hier ein Peso-Pullover oder was? Junge, holy shit. Es ist einfach Wein als... oh mein Gott, Jungs. Alter, zieht euch das rein. Digga. Choc Guiselle, Alter. Bro, darf ich das jetzt schon aufmachen, Turtle Aim? Ganz ehrlich, warum frage ich überhaupt? Ich bin 22. Oh, Dicke, die weißen Reese's. Oh, Dicke, Choc Guiselle, Alter. Das ist die beste Schokolade, die es gibt. Holy shit. Okay, Freunde. Machen wir weiter. Das hier ist von, ich habe keine Ahnung, aus China auf jeden Fall. Wait, sind das Chips-Socken? Es sind Socken im Style von Chips-Packungen, Bro. What the fuck? Bruder, die sind wild. Ich schwöre, die benutze ich. Danke, Bro. Okay, das nächste Paket ist auch aus Asien. Alter! Es ist ein Elektroschocker-Stift. Okay, wann genau schockt er mich, wenn ich oben drauf drücke? Ha! Okay, ja, er funktioniert. Junge, der Stift ist ja todesasozial, Alter. So, weiter geht's, Jungs. Oh, der ist leider hier aufgegangen, Bro. Aber es ist ein selbstgemachter Adventskalender mit meinem Gesicht drauf. Wie ich mich rasiere. Von Leon und Noah. Okay, ich stelle ihn hier hin. Man sieht ihn wahrscheinlich nicht. Ah doch, man sieht ihn. Perfekt. Okay, oh shit. Wir haben nur noch 4 Pakete, aber alle 4 sind huge as fuck. Okay, machen wir mit dem hier weiter. Okay, das hier kommt von TomFR2000 und von 13Janis12. Heißt 1312 nicht ACAB? Stabiler Name, Janis. Gut, dann schauen wir mal rein. Ist das eine North Face Supreme Jacke? Ist die echt? Warte mal, das schauen wir uns gleich an. Die sieht nicht fake aus. What the fuck? Was ist hier? Hier steht Original drauf. Gott. Das wird safe fake sein, Bro. Wenn da schon Original so draufsteht, Junge. Ja, Zehner, wenn die Original sind. Die sind doch niemals Original, oder? Bruder, die kosten Original 1.400 € oder so. Meine, dass der Nike-Streifen zu klein wäre. Oder? Der Nike-Streifen, schaut mal. Der Nike-Streifen geht bis hier oben da und hier geht er nur bis da. Allgemein, die Form ist auch anders, oder? Tragen werde ich sie, glaube ich, leider nicht, weil ich will keine Fakes unterstützen. Das finde ich nicht so geil. Junge, er hat einen fucking Brief geschrieben auf ein Stück Holz. Holy shit. Erstmal einen guten Kick in die Runde, in dem hier anzufindenden Paket haben wir dir ein kleines Hypebeast-Starter-Paket zusammengestellt. Auf einem Stück Holz einfach. Vorsicht öffnen. Achtung, Rutschgefahr. Oh Gott. Bro. Wilder Drip. Oh, Digga. Freunde, wie findet ihr meine Audemars Piguet Royal Oak? Kann man schon rocken, oder? Freunde, holy shit. Warte mal, eigentlich müsste ich das Komplettpaket mal anziehen. Digga, hier sind noch AirPods drin, Jungs. Ja, fresh. Ich drippe hart. Warte, noch die Jacke? Wo ist die Jacke? Wo hab ich die Jacke hingetan? Die Jacke hat sich in Luft aufgelöst. Wo ist die Jacke hin? Oh. Ich sitz drauf. Bruder, ich sag ganz ehrlich, ich wäre ein heftiges Hypebeast, Bro. Ich könnte mindestens über 100.000 Abonnenten auf Instagram haben. Oh, wait. Oh, shit. Drippt auf jeden Fall hart, Jungs. Soll ich noch die Schuhe anziehen dazu? Okay, warte. Ja, wilder Drip. Ey, jetzt aber mal Real Rap. Angenommen, das wären die echten. Die sehen schon geil aus. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die wack aussehen, Alter. Also, wo ist die Cap? Hier. Okay, Freunde, willkommen zu den letzten 2 Paketen. Boah, Junge, das ist schwer. Achso, warte, hier steht erst öffnen, dann öffnen. Achso, okay. Wir sollen erst den Brief aufmachen. Oh, der Brief ist ein bisschen am Arsch, Bro. Aber das kriegen wir noch hin. Okay, wir müssen den Brief fix kurz wieder zusammenbasteln. Einen Moment. Bruder, ich bin gespannt, was das Paket mit sich bringt. Schauen wir mal rein.
Oh shit, die ist dope. Die ist im Super Mario Style, Freunde. Sorry, but your princess is in another castle. Junge, das ist heftig. Okay, was haben wir noch? Was ist das hier, eine Kerze? Eine LED-Wachskerze. Holy shit. Guck mal, man sieht im Stream gar nicht den Unterschied. Guck mal, die wackelt sogar. Digga, ich schwöre, im Stream siehst du den Unterschied nicht. Okay, weiter geht's dann. Er hat mir 4 Stück davon geschenkt. Also das hatte ich jetzt nicht gesagt, aber es sind 4 Stück davon. Eine Lichterkette. Darüber wird Cindy sich freuen. Wir haben erst 2 gekauft, Freunde. Das Cindy freut sich übertrieben darüber. Dann haben wir hier einen Micro-HDMI-Kabel. Talk you, dude. Dann noch einen Micro-USB-Kabel. Let's fucking go. Bro, noch mehr Kerzen. Holy shit. Was genau ist das hier? Salatbesteck. Bro, es ist ein bisschen nerdy, aber auch extrem cool irgendwie. Okay, was haben wir hier? Ein Adventure-Game-Schlüsselbrett. Oh shit, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, so viele Schlüssel haben wir nicht. Aber das ist ziemlich nice. Mit so Klebeplupsis hinten dran. Alright, Bro, weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Holy shit, Alter, das ist heftig. Es ist eine Eiswürfelpackung, aber in Mario-Style. Junge, du hast dann einfach Super Mario-Eiswürfel oder so einen Stern. Guck mal, auch so mit Augen direkt. Weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da ist auch mit Augen halt. Junge, hä, ist ja übergeil. Alter, wo wir gerade gesprochen haben, Freunde. Noch ein Schneidebrett, Junge, aber mit so Winkelmesser, Junge. Ja, moin, Alter, wer kennt's nicht? Entschuldigung, könntest du meine Karotte bitte in Pi-Sechstel abschneiden? Klar, Digga, kein Problem. Mach ich gerne. Ich kann sogar logarithmisch meine Gurken schneiden jetzt. Ja, top. We did it. Wir sind durch mit dem Paket. Bro, das ist insane. Das ist viel zu viel, Alter, ich schwöre. Aber sehr nice. Danke, Mann. Gut, Freunde, an alle YouTube-Zuschauer, ich hab das letzte Paket nicht gesehen, weil das letzte Paket ein asoziales Stück Sch. Das, glaube ich, kann ich nicht so sagen, oder? Das wird demonetarisiert. Freunde, an alle YouTube-Viewer, ihr habt das letzte Paket nicht gesehen. Das war zu speziell, sage ich mal. Dementsprechend schaut euch an alle Pakete, das war sehr nice. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Die Videos kommen jetzt immer Montag und Donnerstag, an meinen freien Tagen, wo ich nicht streame. Ansonsten kommt gerne in den Livestream und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. War das gut oder soll ich es nochmal machen? Wir machen es nochmal, oder?